Moin moin liebe Leute, hier ist wieder euer Tim von eurem YouTube-Channel Top Wettscheine. Heute geht es um neue Sportwetten-Tipps aus dem Wettanalyzer. Wir gucken, was ist heute attraktiv. Die Wetten und die Wetttipps aus dem gestrigen Video waren extrem erfolgreich. Alle, die dem gestrigen Wettanalyzer-Tipp gefolgt sind, die können sich heute wieder über ein angewachsenes Wettkonto freuen. Also herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die da mitgemacht haben. Wir hatten gestern wirklich einen tollen Riecher wieder dazu und unser Wettanalyzer hat uns da echt mega gut zu unterstützt. Ja, wie immer an der Stelle der Hinweis, wenn ihr dieses Tool hier selber haben wollt, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt euch den herunterladen. Der Link dazu ist unter diesem Video und gleichzeitig auch noch ein Rabattcode. Der Rabattcode ist, Achtung, nur noch bis Ende Juli gültig, also nicht mehr ewig. Ihr solltet also bald zuschlagen. Immerhin 20% bekommt ihr drauf und dann könnt ihr das, was wir hier machen, nicht jeden Tag, aber immer wieder zwischendurch mal, dann könnt ihr das völlig alleine machen und täglich euch, so wie hier, auf Spiele laden klicken und dadurch euch die aktuellen Spiele wie aus dieser Liste hier alle laden und ihr seht, was es hier alles los ist. Also es gibt extrem, extrem viele Spiele jeden Tag, die dieses Tool bis aufs Kleinste mathematisch analysiert. So, wir haben uns für heute schon mal ein Spiel rausgesucht. Habe ich im Vorfeld gemacht. Ihr seht hier wirklich, also es ist Wahnsinn. Und jeden Tag habt ihr hier so eine Liste. Jeden Tag könnt ihr eine rausziehen und schauen. Ach, nicht nur eine, ihr könnt ja alle rausziehen und auf Spiel analysieren klicken und dann könnt ihr die aktuellen Werte abrufen. So, wir gehen hier heute mal, ich weiß gar nicht, es scheint irgendwie russisch zu sein, dieses Spiel und diese Liga. Wir gehen hier mal auf Spiel analysieren. Ich habe es einfach schon vorher mal angeklickt. Wie immer wahllos, ja, wir machen gar nichts großartig da. Wir versuchen da nicht irgendwelche Werte vorab rauszulesen, sondern wir suchen uns an jedem Tag irgendein Spiel raus und gucken uns an, was man da setzen könnte. So, und was wir hier zuerst machen, ist auf die Tippübersicht gehen und dann gucken wir, dass hier ein Spiel erwartet wird und das sieht man hier gleich an den grünen Feldern, genauso wie gestern, was extrem viele Tore beinhalten wird. Und da sieht man auch gleich Tor in der ersten Halbzeit, ja, Goal, also da wird es definitiv ein Tor geben, das wäre schon die allererste Wette, die man setzen könnte. Und ansonsten die Überwetten, ja, die über 1,5 Tore Wette, das heißt mindestens 2 Tore würden fallen, auch die über 2,5 Tore Wette, sehr attraktiv mit 78% der Wahrscheinlichkeit und auch die über 3,5 Tore Wette, also mindestens 4 Tore in dem Spiel, mit 59% Wahrscheinlichkeit kann man sich überlegen, ob man die setzt. Gleichzeitig, wie gesagt, hier Tor in der ersten Halbzeit, das wird es definitiv geben. Und ja, da würde ich auch drauf setzen. Wenn wir hier nochmal reingucken auf die Nummer 2, also erwartete Anzahl der Tore, also 4, ja, 4 ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass 4 Tore fallen werden. Das ist schon richtig krass, ja. Auf der anderen Seite unter 4,5, also das heißt maximal 4 Tore, da glaubt man dann eben auch dran. Aber hat halt eine super geringe Quote, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Für all diejenigen, die hier noch auf die erste Torwette spekulieren, kann man machen. Der Gastgeber, die Heimmannschaft an der Stelle, wird das erste Tor schießen nach dieser Berechnung. Und das finde ich schon extrem attraktiv, was man da an der Stelle setzen kann. Wie gesagt, wenn ihr das Tool selber haben wollt, klickt auf den Link unter dem Video, dann könnt ihr da sofort loslegen und euch weitere geniale Tipps für den heutigen Tag holen. Ja, ansonsten wird ja hier auch empfohlen, hier unten überall in dem Tool, in der Tippübersicht, dass man sich bei Betano anmelden soll und das ist tatsächlich auch sinnvoll. Warum ist das so? Ich zeige euch das. Betano ist ein richtig geiler Anbieter, auch zu Betano der Link unter diesem Video, weil ihr braucht nur Sekunden, um hier schnell jeden Morgen eure 3, 4, 5 Wetten zu setzen. Ja, die gesamte Arbeit hier mit dem Tool und Betano gemeinsam ist extrem einfach. So, wir gucken mal, wie wir das Ganze machen können. Das hier ist unser Betano-Konto und alles, was wir machen müssen, ist hier oben rechts auf Suchen klicken. Wir klicken dann auf Dnieper. Das ist das, was ich mir vor heute gerade merken konnte. So, Mittwoch, 8. Juli um 18 Uhr geht's los. Bobrojtschanka und genau gegen Dnieper Mogilev. So, gucken wir mal. Also Toranzahl, das sind die Übertore-Wetten hier an der Stelle. Also bei
Betano gibt es ja heute nur die Möglichkeit, über 3,5 Tore zu setzen oder unter 3,5 Tore. Da kann ich allerdings nur sagen, immer wieder reingucken. Das ändert sich hier tatsächlich auch im Minuten-Stunden-Takt. Hier gibt es manchmal auch die über 2,5, über die 1,5 Tore und Wette und so weiter. Und dann könnt ihr die setzen und dann gucken wir mal, wird es sozusagen, hier sind die genauen Ergebniswetten, gibt uns das Tool auch vor, wäre ich allerdings vorsichtig. Halbzeit Endstand, Halbzeit Resultat, doppelte Chance. Doppelte Chance war nochmal interessant in unserem Tool, gab es auch eine Aussage dazu. Und nächstes Tor. Nächstes Tor heißt an der Stelle eben erstes Tor. Ja, so, und da wissen wir hier, das wird der Gastgeber sein, 1,42er-Quote. Extrem interessant. Und ja, ich glaube, da kann man schon eine ganze Menge rauslesen. Spielresultat hier, das wird der Gastgeber sein, 1,44er. Auch super geil eigentlich. Ja? Da kann man eine Menge drauf setzen. Das machen wir jetzt gleich auf jeden Fall auch. Und ja, auch auf die Übertoranzahl. Ich denke, da kann man sich so richtig was abholen heute. Also hier die Zweierquote ist sehr interessant. Die 1,44er-Quote ist auch sehr interessant. Und Halbzeitresultat würde ich auch auf die Mannschaft einsetzen, weil die scheinen ja extrem stark zu sein. Wir können ja das nochmal im Tool uns nochmal ansehen. Wir sehen hier auch die prognostizierten Ergebniswetten. 1-1, 2-2, 2-1 ist hier ein sehr wahrscheinliches Ergebnis mit 2-1. Auf jeden Fall geht es um viele Tore. Ja, okay. Also, viel Spaß damit an der Stelle. Guckt einfach, was ihr euch davon rausnehmen wollt. Ich würde auf jeden Fall auf die Übertoreanzahl gehen und auf die erste Halbzeitwette. Das finde ich super interessant. Und ja, ich würde sagen, dann werten wir morgen wieder aus und ich freue mich bis dahin und probiert es selber aus. Nutzt das Tool. Gibt es nur noch in begrenzter Anzahl. So viel kann ich auch sagen. Mehr als 300 Lizenzen werden nicht verkauft. Danach ist das Tool nicht mehr verkäuflich, weil man nicht will, dass es einen zu starken Umfang annimmt, weil es zu viele Leute nutzen und dann gehen irgendwann die Quoten eben nicht nach unten mit den Dingen, die das Tool auswirft. Also bis dahin erstmal euch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, macht's gut.